Hallo zusammen, heute melde ich mich vom Bahnhof Scharnweber Straße auf der U-Bahn-Linie 6 in Berlin. Und es geht darum, hier nochmal eine kleine Bestandsaufnahme dieses Bahnhofes und der folgenden in Richtung Norden auf dieser Linie zu machen. Denn wie einige vielleicht wissen, ja, so sieht es auf dem Gleis hier Richtung Süden momentan aus. Statt einwärts. Wie einige vielleicht wissen, wird hier ab kommendem Montag, also dem 7.11., die komplette Bahndamm, komplette Strecke zwischen Althegel und Kutschumacherdamm für 2,5 Jahre gesperrt. Da geht das Licht wieder an und generalsaniert. Das heißt, der komplette Bahndamm, alle Brücken und die Bahnhöfe Scharnweberstraße, Otestraße nicht, Holzdorfstraße, Borsigwerk und Althegel werden alle generalsaniert. Warum Otestraße nicht? Keine Ahnung. Wäre allerdings auch nötig. Ja, und die Bahnhöfe Borsigwerke und Holzerer Straße erhalten noch ihren Aufzug. Hier nochmal der Blick in Richtung Kurt-Schumacher-Platz. Das ist hier das Gleis, also Richtung Altegel. Ja, und jetzt fahre ich mal mit der nächsten Bahn weiter und dann schauen wir uns nochmal Utterstraße an. So sieht es in Otestraße aus. An diesem Bahnhof gibt es ja, genau wie auch in Holzhauser Straße, nur einen Ausgang am nördlichen Ende. Hier ist das Gleis Richtung Altmariendorf, also Richtung Stadt einwärts. Wenn wir in die andere Richtung gucken, sieht so aus. Da hinten seht ihr gerade einen Zug Richtung Altmariendorf abfahren. Beziehungsweise dann, der fährt jetzt gerade über die Brücke der Scharnweberstraße. Beziehungsweise an der Stelle heißt sie, ändert sich der Name von Scharnweber in Seidelstraße. Und diese Brücke ist besonders baufällig. Das ist also die Brücke, wo da ganz hinten, wo das kleine Signal steht und da links um die Ecke verschwindet. Die Brücke davor gehört zu der hier relativ nahen Autobahn, die ihr da unten seht. Die ist wohl nicht ganz so baufällig. Die wurde auch damals, als die Bahn gebaut wurde, wurde ja 1958 hier gebaut. Erster Nachkriegs-U-Bahn-Bau in Berlin. Und um eben dieses Erholungsgebiet hier in Tegel anzuschließen, damals war das hier alles noch Niemandsland. Heute ist das ja alles hier zwischendrin besiedelt, dicht besiedelt zum Teil auch. Und damals gab es die Autobahn noch nicht. Hier wurde erst in den 70ern gebaut und da wurde dann diese Brücke gebaut, Spannbeton, genau wie die Bahnhöfe. Ja, und an einem Wochenende dann wurde, oder in sehr, sehr kurzer Zeit, hat man diese Brücke da reingeschoben, ja, und seitdem fährt die Bahn an der Stelle nicht mehr über den Damm, sondern über die Autobahnbrücke. Ja, wie gesagt, das ist die Schönheit dieses Bahnhofes. Spannbeton, finde ich, könnte man trotzdem sanieren. Sie haben schon mal diese Dinger hier unten saniert, das war irgendwann letztes oder vorletztes Jahr. Da hätten Sie die Autobahn, das ist die Siedlung an der Otestraße da.
Ja, so, da ist der Spiegel, da filme ich jetzt mal nicht rein. Das ist gleich Richtung Altegel, das liegt hier also in der Kurve. Und ja, also ich finde den Bahnhof, der hätte auch eine komplette Generalsanierung verdient, weil der genauso aussieht wie der Teil drüben in Scharnweber Straße und auch in Holzhauser Straße. Und in Holzhauser Straße sieht es ähnlich aus, ja, da fehlt genau wie hier der Aufzug. Und eben ist auch relativ hässlich. Ja. Da fahren wir dann gleich mal als nächstes hin. Die nächste Bahn kommt in 3 Minuten. Perfekt. So, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen Zeit habe, kann ich ja noch mal ein bisschen Geschichte erzählen. Also die Bahn wurde, wie gesagt, war der erste Nachkriegsbau 1958 fertiggestellt, 1956 Baubeginn, und zwar an der Seestraße. Damals war dort Endstation. Da ist ja auch bis heute der Abzweig in Richtung BVG Hauptwerkstatt Seestraße. Ja, der Bahnhof ist auch dreigleisig. Und ja, wird eben gerade in Richtung Altegel da auch noch saniert, bekommt einen Aufzug, bekommt einen zweiten Zugang. Und dann ist die Gegenseite dran in Richtung Altmariendorf. Der Teil muss auch noch saniert werden, das ist ja Mittelbahnsteig. Und an das mittlere Gleis führt eben hoch zur BVG Hauptwerkstatt. Die Bahnhöfe Rehberge, Afrikanstraße und Kutumaplatz waren dann sozusagen der erste Abschnitt, die dann neu gebaut wurden auf der Bahnstrecke hier. War der erste Abschnitt, der dann eingeweiht wurde. Und sind jetzt auch in den letzten Jahren saniert worden. Die haben auch alle einen Aufzug bekommen. Rehberg hat den schon relativ lange. Da drüben kommt jetzt mal eine Bahn. Ja. Und ja. Ich geh mal rüber, damit der TF sich nicht belästigt fühlt. Und ja, Afrikanische Straße und Kutumaplatz waren jetzt die letzten beiden Bahnhöfe, die da einen Aufzug bekommen haben. Ansonsten, ja, Altegel hat auch schon sehr lange einen. Und Holzhauser Straße und Borzwerke sind die einzigen, die bis heute keinen haben. Selbst die Otestraße hier hat einen bekommen. Ja, so sieht's aus auf der Bahn. Dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen U-Bahn noch drauf kriegen. Und da fährt er hin. Sehr langsam momentan. Also wie gesagt, die Brücke ist schon sehr marode. Deswegen fahren die da schon bestimmt 1-2 Jahre sehr langsam drüber. Am Anfang war es immer langsam auf der Autobahnbrücke. Mittlerweile ist es noch langsamer auf der Seitestraßenbrücke. Ja. Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. Und die Bahn wurde damals schon sehr gut angenommen. Und dann eben auch bis heute, ja. Und der zweite Abschnitt, der neu gebaut wurde, war eben hier nach Altegel. Dabei wurde eben die Bahn hier auf einem Damm verlegt, weil der Grundwasserspiegel so hoch war. Und das ist ja auch nicht so unbedingt verwunderlich, weil der Tegeler See als Ausbuchtung der Havel relativ nah ist. Er hat übrigens von den drei großen Berliner Seen, also Wannsee-Mögelsee und Tegelersee, mit die tiefste Stelle auch, 25 Meter tief. Ja, und deswegen, Flughafensee ist hier um die Ecke, deswegen hat man das auf den Bahndamm verlegt. Und der Bahndamm fängt jetzt eben an abzurutschen und ja, schon seit ein paar Jahren, und deswegen muss das jetzt hier generalsaniert werden. Ja, da kommt die U-Bahn, die wir jetzt mal zur Holzhauser Straße nehmen. Ich schätze mal, dass die ein bisschen voller ist. Thank you.
Ja, herzlich willkommen in der Holzhauser Straße. Also hier sieht es ähnlich aus. Da fährt der Zug runter hinten, da könnt ihr sehen, fährt er nach unten. In Richtung Borsigwerke, wieder in den Tunnel. Ja, Rampe. Und das ist die andere Seite. Der fährt jetzt da ein bisschen um die Kurve und dann relativ gerade aber. Zur Otestraße, da rechts. Da habt ihr den Knast eben in der Fahrtaufnahme gesehen. Ja, so sieht's hier aus. Also hier liegt das andere Gleis in der Kurve, weil es halt hier auch wieder ein bisschen um die Kurve geht, aber eben in eine andere Richtung, in den Tunnel. Und da hinten geht der irgendwie ganz weit weg. Da hinten, wo der Zug jetzt ist, weiß nicht, ob man sieht. Entschuldigung. Da ist dann ungefähr der Bahnhof Otestraße, da hält er jetzt gerade an. Und mein Zug kommt dann in der nächsten Zeit. Ja, ich bin hier mal ganz hinten, damit ich keine Leute nerve. Aber ihr könnt halt sehen, hier ist halt sonst, hier ist auch nur ein Ausgang. Und der hat da hinten auch tatsächlich immerhin eine Fahrtreppe nach oben. Aber ja, es ist nicht so ausgeprägt. Ja, soweit so gut. Jetzt nehmen wir mal den nächsten und schauen uns nochmal Borsigwerke und Alt-Tegel an. So sieht es im Bahnhof Borsigwerke aus. Dieser Bahnhof ist tatsächlich noch relativ im Original. Ihr seht auch noch die schönen alten Schilder hier. Liegt auch in der Bahnsteig Richtung Süden, liegt ja auch so ein bisschen in der Kurve wie in Holzhauser Straße. Es liegt daran, dass der Bahnhof in nördlicher Richtung unter der Straße liegt hier und in südlicher Richtung es eben ja, neben die Straße geht, immer auf dem Rampenbauwerk, was ihr da hinten ein bisschen im Licht seht, nach draußen geht und eben neben der Straße hier hochgehen muss. Und der ist weitgehend tatsächlich im Original, der wurde also nicht wirklich saniert, ja, und war schon immer in diesem Gelb und so, ja, und in Alt-Tegel sieht es auch noch ähnlich aus, da gab es aber mal ein bisschen Sanierung, da sind zumindest die Schilder neu, die Schilder hier sind tatsächlich immer noch diese alten Schilder und die alten Bänke, ja, die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an, die werden danach alle weg sein, so sehen die aus. Sehr hart und unbequem, aber so war das halt in den 50ern. Ja, und das ist der in Richtung, da kommen die Züge die Rampe runter. Da sieht man es ein bisschen um die Ecke verschwinden. Und das Gleis in Richtung Alt-Tegel ist halt hier schnurgerade. Und dann nehmen wir jetzt mal den nächsten Zug zur Endstation. Eine letzte Sache gibt es dann tatsächlich noch zu sagen, und zwar dieser Bahnhof hat tatsächlich gar keine Fahrtreppen. Also hier gibt es ausschließlich Treppen. Aufzug auch nicht. Wird ein bisschen schwierig, weil vielleicht müssen sie auch zwei Aufzüge bauen. Ich bin mal gespannt, wo sie das Teil hinsetzen, weil der Bahnhof ja, wie gesagt, so halb unter der Straße liegt, aber eben nicht so. Ich weiß nicht, ob der Bahnsteig wirklich auch die unter der Mittelinsel zu liegen kommt. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie hier den Aufzug dann einbauen werden. Ich werde es dann ja sehen und vielleicht auch noch fotografieren können. Mal schauen.
Ja, Leute, so sieht es in Altegel aus. Ähnliches Bildchen, Borsigwerke, Spannbeton. Hier sind blaue Fliesen, auch an der Wand so schwarze Dinger. Es gibt aber schon moderne Bahnsteigsnamen anzeigen. So. Und Starttafel, ne? Das ist der Zug, mit dem wir jetzt gerade gekommen sind. Ja, die gelben sind halt, ich nenne sie mal gelb und orange, weil das so Relikt meiner Kindheit ist. Die gelben sind hier immer noch nicht so häufig. Ja. Und tatsächlich fahren die Züge hier auch nicht in die Abstellung oder nur selten. Meistens fahren sie tatsächlich nur auf den Bahnsteig und fahren dann relativ schnell wieder zurück. Kurze Drehung. Ja. Und fahren dann einfach über das Weichentapet dazwischen, hier direkt hinter Altegel, wenn man rausfährt, liegt, wieder raus. Da hinten gibt es allerdings dann, wie gesagt, noch 800 Meter Tunnel mit einer viergleisigen Abstellanlage. Wenn ich mich nicht ganz irre, viermal 8-teilige Züge. Und der Bahnhof, wie gesagt, hier gab es schon mal ein paar Anpassungen. Ich meine, es ist immerhin auch die Endstation hier im Norden. Da seht ihr die modernen Schilder. Altegel. Alles für mich sehr vertraut hier. Wohne hier schon seit Jahrhunderten. Und der Bahnhof hat tatsächlich zwei Eingänge. Hier gibt es einen Richtung, genau wie Borsigwerke auch. Ja, aber hier gibt es einen Richtung S-Bahn. Ja, da kommt man nur in die Großstoffstraße, alles andere ist weg. Also muss ich aufhören, dass ich mich schon wieder im Spiegel filme. Deswegen habe ich gerade eben eine Aufnahme verhauen. Ja, und auf der anderen Seite gibt es halt Fahrtreppen, Aufzug, vier Ausgänge. Ja, da haben wir mal wieder was Oranges. So viel zu Altegel. Viel Spannenderes gibt's nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, von allem noch eine Aufnahme. Nur vom Thema Bahnstrecke über Tummerplatz, Scharnweberstraße habe ich jetzt keine Aufnahme gemacht. Vielleicht komme ich noch dazu die Tage. Dann seht ihr es, sonst habe ich es leider nicht geschafft. Genau. Und jetzt haben wir nochmal einen schönen Orangenzug am Ende. Und da ist der nächste Zug weg. Das war zwar noch nicht der letzte, der hier, aber bald sind die Züge hier für Tegel, oder ist für Tegel erstmal der letzte Zug abgefahren für die nächsten 2,5 Jahre. Es dauert tatsächlich 2,5 Jahre, bis hier diese Baustelle dann durch ist. Bis Frühjahr 2025. Normalerweise legt sich die BVG tatsächlich mit den Daten relativ genau fest. Diesmal gar nichts. Diesmal steht nur Frühjahr 2025. Zeigt also auch nochmal die Größe dieses Vorhabens und auch die Komplexität. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fand es gut und habt noch mal ein bisschen was hier gesehen und gelernt über den nördlichen Abschnitt der U6 hier. Kleine Bestandsaufnahme jetzt noch mal gemacht. Hoffe, hat es euch gefallen. Lasst gerne irgendwie ein Like oder ein Abo da, wie ihr Bock habt. Und ich hoffe, dass ich auch demnächst mal wieder dazu komme, ein S21-Update hochzuladen. Kann aber sein, dass sich das bis Dezember hinzieht. Mal schauen. Vielleicht ist da noch mal ein bisschen mehr zu sehen. Ich bin da die Tage mal vorbei jetzt gefahren und viel hat man nicht gesehen. Viel Neues, ja. Weil es liegt ein bisschen mehr Schotter, aber ja, man soll ja auch was sehen. Und ich werde tatsächlich voraussichtlich aus Tegel nächstes Jahr wegziehen. Das heißt, mich wird die Baustelle jetzt nur noch ein paar Monate tangieren und nicht die vollen 2,5 Jahre. So lange werden wir auf die S-Bahn ausweichen müssen oder auf die Autobahn, die ja eigentlich auch noch saniert werden müssen, beide. S25 zweigleisig und 10-Minuten-Takt nach Tegel. Autobahn braucht eine Generalsanierung. Wollten sie erst gleichzeitig machen, haben sie zum Glück nicht gemacht. Ja, weil dann der hier Reinickendorf dann doch mal eingeschritten ist und dem Berliner gesagt hat, Senat gesagt hat, ihr könnt hier nicht einen ganzen Bezirk abschneiden vom Verkehr, das geht nicht. Ja, mit diesen Aufnahmen hier. Wahrscheinlich bin ich heute das letzte Mal hier im U-Bahnhof Altegel. Ich werde vielleicht nochmal am letzten Betriebstag hier nochmal fahren. Aber im Prinzip war das jetzt heute die Abschiedsfahrt. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.